Bonjour, mesdames, messieurs, chers amis des médias. Je vous salue en tant que président de Swiss Tennis. Mon nom est René Stambach. Es ist, meine Damen und Herren, eine außerordentliche Freude, Sie hier zu treffen. Und erlauben Sie mir, dass ich zuerst mit dem Wichtigsten beginne. Ich möchte den Runner-up von Roland Garros, einem Junioren-Grand-Slam-Turnier, Leandro Riedi, herzlich gratulieren. Und ich möchte dem Sieger des Juniorenturniers von Roland Garros 2020, Dominik Stricker, sehr herzlich im Namen aller meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gratulieren. Großartige Leistung, herzlich willkommen in Biel. In meiner 14-jährigen Karriere als Präsident dieses Verbandes habe ich schon vieles erlebt. Goldmedaillen an Olympischen Spielen, Silbermedaillen an Olympischen Spielen, Grand Slam Titel 20, wenn ich Herrn Roger Federer anschaue, 3 von Stan Wawrinka, unzählige ebenfalls, 5 sind es, glaube ich, für Martina Hingis. Eine wahre Freude, dass ich heute mal etwas Neues machen darf, was ich noch nie gemacht habe, nämlich zwei unserer Junioren, und wenn ich sage unsere Junioren, dann meine ich das auch so. Sie sind bei uns, bei Swiss Tennis groß geworden, und Ihnen speziell danke ich, dass Sie für die Schweiz, für Ihre Familien, aber auch für Swiss Tennis diese Ehre geholt haben in Paris. Es ist nicht selbstverständlich. Vor allem Dominik, der ja nicht nur im Einzel gewonnen hat, sondern anstelle seines italienischen Partners auch noch gerade das Doppel gewonnen hat. Seit 1998 hat es das nicht mehr gegeben. Ich glaube, das ist eine besondere Auszeichnung. Der Letzte, dem das gelungen ist, ein Junioren Grand Slam zu gewinnen, ist einer, der heute 3 Grand Slam Titel hat. Auch ihn möchte ich hier erwähnen, Stan Wawrinka. Ein würdiger Nachfolger mit Dominik Stricker und auch ein würdiger Runner-up mit Leandro Riedi. Ich möchte hier nicht lange werden, weil mein Job ist ja eigentlich ein vernachlässigbarer. Wenn ich den unseres Teams anschaue, Sie sehen links von mir Alessandro Greco, den Chef Schützensport. Bei uns sind aber auch andere Architekten dieses Erfolgs. Es sind die beiden Coaches, Sven Swinnen und Yves Allegro. Es sind aber auch vor allem der Chef, der Head Coach, den wir bei uns haben, Michi Lammer. Für die, die es vergessen hätten, auch ein ehemaliger Davis Cup-Sieger. Und natürlich, last not least, Kondition mit einem, ich würde heute sagen dürfen, weltweit anerkannten Fachmann, mit Benny Linder. Herzlichen Dank, dass ihr alle da seid. Bevor ich das Wort an Alessandro übergebe, möchte ich mich aber auch ganz speziell bei den Eltern bedanken, dieser Junioren. Das sind heute bei uns Sabine und Stefan, aber auch Leandro, bitte beste Grüße an Anna, die heute nicht dabei sein kann. Ich denke, das Umfeld dieser Jungen ist maßgebend, neben all den anderen Faktoren, die ich bereits erwähnt habe, für den Erfolg. Es ist mir eine große Freude, und ich habe meiner Kommunikationschefin Sandra Perez verboten, das Wort Stolz je zu schreiben in einer meiner Ansprachen, aber ich bin heute wirklich stolz, Präsident dieses Verbandes zu sein. Und diesen Stolz tragen in erster Linie die, die es geschafft haben, die Athleten selber, aber auch mein Team, um Alessandro Greco, der jetzt zu Ihnen spricht. Die beiden Jungs haben beste Werbung für sich gemacht. In erster Linie geht es um den Athleten. Das sagen wir immer, es ist auch so. Es ist l'athlète qui fait la musique. Sie haben auch beste Werbung für Schweizer Tennis gemacht. Und wenn man von Schweizer Tennis spricht, dann ist das Swiss Tennis. Wir steuern hier das Schweizer Tennis. Und unter anderem führen wir ja auch dieses nationale Leistungszentrum. Und wir unterstützen viele Athletinnen und Athleten, aber es schaffen ganz wenige das, was Leandro und Dominik geschafft haben. Und dafür gebührt ihnen einen großen Dank, weil sie uns eben repräsentieren. Und das ist ja genau der Grund, weshalb wir sehr viel große Dienstleistungen und auch viel Geld in die Athleten investieren, damit sie Werbung für den Schweizer Sport machen, damit auch in Zukunft unsere Clubs und Centers voll sind
und Tennis in aller Munde ist, wie es die letzten 20 und 30 und 40 Jahre war. Und deshalb wirklich sind wir sehr stolz. Wir sind auch sehr dankbar und es ist eine große Genugtuung zu wissen, dass unser Fördermodell auch funktioniert. Es ist ein stufengerechtes Fördermodell, das wir haben, und wenn man von stufengerecht spricht, ist es wie in einer normalen Ausbildung. Da braucht es Partner, es braucht eine Tennisfamilie. Nehmen wir das Beispiel von Dominik, der gewonnen hat. Der war in einem Stützpunkt und dann hat ein Trainer namens Jürgen Strelau an ihn geglaubt und dann ist er nach Biel gekommen. Und wir haben die 4-5 Jahre, wo man viel reisen muss, wo man ihn ausbilden muss, Dennis Kondition, haben wir sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass er nun da steht, wo er steht. Und ab 18, 19 ist es wie im Leben auch sonst. Tennis ist ein globaler Sport, das heißt, man muss weg, man muss sich entwickeln, man muss ein Unternehmen gründen. Und das haben wir jetzt in den letzten 12 Monaten mit den beiden Jungs gemacht. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt noch zwei weitere Boys, die wir sehr stark fördern. Das sind Jeffrey von den Junenburg und Jerome Kim, die ihr bereits gut kennt. Und wir versuchen wirklich alles zu tun, damit diese Boys reüssieren. Das Fördermodell zeichnet sich ab durch einen roten Faden, durch ein Konzept. Aber jedes Konzept braucht große Flexibilität. Flexibilität von Seiten eines Präsidenten, der auf uns hört und der immer wieder bereit ist, auch die Mittel zu erhöhen, wie das letzte Woche wieder bereits der Fall war. Und es braucht auch Flexibilität vom ganzen Team. Und ich bin sehr, sehr stolz, wirklich Teil dieser Bewegung zu sein bei Swiss Tennis mit meinem Team und könnte wirklich heute nicht glücklicher sein. Vielen Dank, Alessandro. Meine Damen und Herren, wir haben eine Überraschung für die beiden Jungs. Die beiden Vertreter der Abteilung Spitzensport, der Chef Alessandro und Michi Lammer, werden jetzt zwei Schecks überreichen. Und eine Flasche Champagner. Das mache ich dann noch. Ich habe nun, nachdem die Flaschen Champagner fast an die falsche Adresse gegangen wären, die Freude, den beiden Coaches je eine Flasche überreichen zu dürfen. So, nachdem wir unsere Präsentationen abgeschlossen haben, machen wir es wie bei einem richtigen Grand Slam. Wir geben den Center Court frei. Ich drehe das Schild und bitte die beiden Protagonisten, auf den Center Court zu kommen. Sorry. Du kannst.
Ja, also ich glaube, es war wirklich einfach unglaublich gewesen. Also wir haben uns vor dem Finale noch gesehen und ich bin ihnen viel Glück gewünscht und dann das Finale gespielt. Und dann auch einfach jeder schnell sein Zeug gemacht und dann schon gleich eigentlich zusammen gegessen. Also wirklich, wir haben die nächsten paar Stunden eigentlich zusammen verbracht. Ich habe noch mein Doppel gespielt, wo wir dann auch noch eigentlich gewinnen konnten. Aber dann am Abend haben wir alle zu viert mit den Coaches gejasset und haben zusammen gegessen. Also wirklich eigentlich alles zusammen gemacht und jetzt heimgefahren und ja, jetzt sind wir da, ja. Ja, wir waren mit dem Auto unterwegs gewesen. Also jeder Spieler und Trainer hat ein Auto gehabt, aber ja, natürlich, die Emotionen sind riesig. Also ich muss sagen, es ist, habe ich auch noch nie so erlebt, dass es so viele Emotionen hat gegeben. Ich glaube, es war auf beiden Seiten so gewesen. Also wir haben Emotionen gehabt, ist unglaublich, fast unbeschreiblich, ja. Etwa gleich, also eben, ja, emotional hat es wie ein Rollercoaster-Ride gewesen, kann man so sagen. Und jetzt bin ich extrem müde, wahrscheinlich der Dominik auch. Einfach der ganze Druck ist jetzt einfach weg, jetzt ist es vorbei. Und es war einfach sehr ein sehr schöner Moment gewesen, so ein Finale können spielen gegen einen Schweizer. Wir haben eine Schweizer Tennis-Geschichte geschrieben und das ist sehr speziell. Ja, es sind schon sehr, sehr viele Nachrichten gewesen. Es ist natürlich sehr schön, aber ja, das Handy hat ein bisschen, ja, das Handy ist recht beschäftigt gewesen, ja. Nein. Nein. Ja, heute habe ich sicher etwa 3 Stunden geschlafen. Ja, ich so viele Emotionen gehabt. Nein, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe nicht wirklich viel mehr geschlafen. Ja, also sicher Nachrichten vom Roger und vom Stan. Also die haben uns beide gratuliert und das hat uns natürlich unglaublich gefreut, dass sie uns so unterstützen und gratulieren. Also das war wirklich Hammer gewesen und das hat mich auch sehr gefreut. Also sie haben uns einfach gratuliert. Also sie haben unsere Coaches geschrieben und sie haben uns dann weitergegeben. Und ja, das ist einfach wirklich etwas Einmaliges. Ja. Genau. Um es ein verdauen. Gestern waren beide ziemlich sprachlos. Wenn jetzt mit ein bisschen Distanz zurückschaut, wo ordnet er sie und was bedeutet das für euch? Nährt das zusätzliche Hoffnungen? Es ist immer noch, also ich kann es immer noch nicht glauben, was passiert ist. Ich bin einfach ehrlich, es ist so, alles so schnell vorbeigegangen und auch halt vielleicht, weil es auch ohne Zuschauer war, ist vielleicht auch noch, es ist einfach sehr speziell gewesen alles. Und, aber ja, jetzt realisiert man schon langsam, einfach vor allem auch mit den Nachrichten, wie viele Leute schreiben, hey, ihr könnt stolz sein auf euch selber. Und zum Beispiel jetzt auch das, also das habe ich noch nie gehabt. So. Und nein, langsam kommt es schon. Und, ja. Ja, ich würde sagen, es ist bei mir genau gleich. Also, ich habe so schon langsam realisiert man es ein bisschen, aber es ist natürlich noch gar nicht angekommen, also was wir eigentlich haben erreicht. Und ja, ich denke, in den nächsten Tagen wird das noch ein bisschen. Noch ein bisschen mehr, also werden wir es noch ein bisschen mehr begreifen, was wir eigentlich haben gemacht in den letzten Wochen. Dominique, je sais que tu parles très bien français, c'est bien. Qu'est-ce qui va se passer pour toi ces prochaines semaines? Et est-ce que tu penses que tu vas recevoir des wildcards de certains tournois? Oui, je parle peut-être, je vais recevoir des wildcards, mais. Je ne sais pas s'il y a une chance pour des wildcards, mais j'espère, mais je ne sais pas s'il y a une chance ou pas. Ouais. Et ces prochaines semaines, et qu'est-ce qui va se passer pour toi? Tu vas reprendre l'entraînement, les tournois, qu'est-ce qui va se passer exactement? Ouais, je pense que je vais faire un peu de physique avec Benny Linden. mais, ouais, je vais faire quelques jours de rester un peu relaxé. Mais après, je vais reprendre la training. Ouais. Autre question, est-ce que
René a parlé de la chance que tu as, comme d'ailleurs Leandro, d'avoir des parents qui s'occupent bien de toi. Est-ce que tu vas faire en sorte aussi de pas avoir, on dit en français, la grosse tête, et puis de pouvoir continuer sans avoir trop de pression? Je vais essayer d'avoir pas beaucoup de pression, mais je pense c'est difficile, mais je vais essayer de faire ça comme je peux, et après on va voir, ouais. Merci. Wie sieht es aus mit den Turnieren, die jetzt in der nächsten Zeit werden spielen? Haben Sie schon konkrete Pläne, Vorstellungen? Ändert jetzt das Resultat etwas daran? Also ich glaube jetzt, also vielleicht haben wir Chancen mehr für Wildcards schon, aber das Ziel ist jetzt natürlich bei den Profi können jetzt Turnier spielen, so bei den 25.000er. Ist einfach schwierig, weil jetzt auch viel gecancelt wird und so, muss man halt recht spontan sein, aber ja, das Ziel ist jetzt sicher Turnier spielen, ja. Ja, also ich werde in der nächsten Woche, aber wie gesagt, ein paar intensive Wochen hier im Gym verbringen und auf dem Platz mit Kondition, aber ich denke dann auch in 3-4 Wochen vielleicht auch wieder mehr trainieren und dann probieren wieder auch Turnier zu spielen. Ja. Oui, je pense que c'est un bon moment pour dire que la semaine passée, comme Alessandro avait dit, mais entre parenthèses, et maintenant je suis très clair, Swiss Tennis va investir beaucoup d'argent pour avoir des tournois de Challenger en Suisse. Et je peux vous annoncer que déjà en février, probablement, on va pouvoir jouer un Challenger ici à Vienne, ce qui est complètement nouveau pour avoir les chances pour les jeunes gens de... qui sont ici, et comme Alessandro vient de dire, on en a des autres, il y a Jérôme et il y a Jeffrey, et puis on veut tout faire pour ne pas louper la chance, pour leur offrir le maximum possible afin de pouvoir jouer des tournois en Suisse. On a augmenté, on a pratiquement doublé le budget de 300 000 à 500 000 en ce qui concerne l'année 2021, et je pense que c'est une bonne nouvelle pour vous, et nous faisons vraiment beaucoup pour arriver à ce qu'on veut faire, de leur offrir des possibilités de pouvoir jouer pour des points ici en Suisse. Bevor wir weitergehen mit den Fragen, möchte ich den Journalisten in Zoom die Möglichkeit geben, eine Frage zu stellen. Wer eine Frage stellen möchte, soll bitte sein Mikrofon einschalten und wir werden die Frage dann reinnehmen. Pour les journalistes à la session virtuelle par Zoom, si vous aimeriez demander une question, veuillez libérer le micro. Merci. Dominique, quel est le message qui vous a fait le plus plaisir que vous avez reçu ces dernières heures? Oui, je pense que c'est le message de mes parents, bien sûr. Ils me textent tous les jours. Bien sûr, le message de Roger et Stan. Ça fait beaucoup de plaisir. Oui, c'est ça. Vous avez reçu combien de messages? Je pense que c'était 110 dans WhatsApp. Alors, j'ai encore beaucoup de messages de répondre. Die haben jetzt gerade noch einen Scheck bekommen. Ist viel Geld, aber im Tennis braucht es generell viel Geld, um so die Profikarriere anzustoßen. Die werden vom Verband unterstützt. Wie sieht es dort aus? Wie sieht es aus an der Sponsorenfront? Wie stellt ihr euch ein Team für die nächsten Monate und Jahre auf? Also ich habe jetzt ja eigentlich so mein Team jetzt gerade fertig gemacht mit dem Ivan Leger, den ich jetzt angefangen habe, und auch Benny Lindrus, Conny Trainer und Karin, meine Managerin. Aber ja klar, also die Sponsoren brauche ich unbedingt und wir sind probieren so viel wie möglich halt reinzuholen. Und ja, es braucht schon viel Sponsoren, weil sonst wird es einfach schwierig. Aber ja, jeder Sponsor, den ich bekomme, bin ich sehr dankbar. Jetzt
sagen, was braucht es da noch, damit du kannst sagen, das nächste Jahr kann ich so planen, wie ich das, also natürlich mit diesen Voraussetzungen schwierig zum richtig planen, aber damit du da, das Programm kannst durchziehen, was Sinn machen würde, zum jetzt irgendwie bei den Profis Fuß fassen. Also geldmäßig? Ja, also schwierig zu sagen, also sehr hoch, ja. Aber ich habe da keine Zahl. Wer sind denn die Sponsoren, die du jetzt schon hast? Ich habe Swiss Tennis natürlich, Sporthilfe habe ich, Nike, Wilson und Zürich Tennis. Ja, ich glaube, es ist bei mir genau gleich. Also ich habe auch Swiss Tennis, eben Essex, Head, From, die mich sehr unterstützt. Also es sind eigentlich wirklich die, die einfach unglaublich helfen. Und natürlich ist man immer auf der Suche nach mehr, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Aber so ein Jahr braucht halt wirklich viel Geld, ja. Dominique, est-ce que vous avez un agent en ce moment? Parce que j'imagine que vous allez être très sollicité par les sponsors. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça? Oui, il y a. Il est là, il est derrière de vous. Ouais, c'est Mathias. C'est nouveau. C'est une ou deux semaines. Alors, oui, c'est bien. C'est parfait. Merci. Ja, hören wir mich? Ja. Okay. Frank, wir sind gerade richtig gerätscht im Finale in Paris. Jetzt kurz für euch zwei noch schnell Fragen. Die wenig sind so Sympathie oder auch schon nicht für die. Und Djokovic gegen Nadal, wie sind ihr denn mit euch? Also ich glaube, bei mir ist es eher der Nadal, also er ist halt, ja Linkshänder und ich liebe es einfach ihm zuzuschauen, aber natürlich hoffe ich, dass es einfach ein spannendes Finale gibt, wo wir alle können geniessen und dort nochmal schauen, was die zwei uns bieten. Ja. Ich bin auch eher für Nadal, weil ich einfach Nadal schon immer gerne hatte und wird sehr ein geiles Finale sicher und ich bin gespannt, wer sollte. Gestern auch betont, es ist ein langer Weg zu den Profis. Hat jetzt der Titel in eurem Glauben gestärkt? Erste Frage. Und zweite Frage, was ist aus eurer Sicht, aus eurem eigenen Erleben die grösste Herausforderung auf dem Weg? Ja, also ich glaube sicher, es hat uns sicher geholfen, das Finale zu spielen. Also für mich der Sieg in diesem Turnier hat mir sicher geholfen auf meinem Weg. Also ich glaube, es ist ein Sieg, den ich so schnell nicht wieder vergesse und wo mir sicher auch immer wieder Motivation gibt, zum weitermachen jeden Tag und jeden Tag noch härter arbeiten. Aber ich glaube, es wird sicher ein schwieriger Weg. Also es ist jetzt nicht so, dass das wie das Gratis-Ticket ist zum Profi oder so. Also ich glaube, wir werden beide unsere Sachen weiterhin machen und ja, hoffen, dass es reicht. Ja. Bin ich genau gleiche Meinung. Also es hilft sehr, dass du die Erfahrung machen können, so das Finale spielen, so ein Grand Slam jetzt halt Junior, aber du konntest alles durchmachen. Und jetzt ist einfach sehr wichtig, dass man immer Tag zu Tag, jeden Tag schafft und alles gibt und eine gute Einstellung hat. Und so, nur so kann man es schaffen. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, man hat, wenn man ein Grand Slam jetzt Finale spielt, jetzt habe ich Profi, jetzt ist kein Problem, jetzt bin ich Top 5. In diesen 3 Jahren, dann machst du die falsche Sportart. Und die Herausforderungen, was ist für euch selber so das Schwierigste, das Komplizierteste auf dem so ein bisschen fast Nomadenleben, das ihr jetzt antretet? Ja, ich glaube, es gibt sicher ganz viele schwierige Sachen. Also ich glaube auch, dass wir jetzt auch gegen viele Erwachsene werden spielen. Wahrscheinlich viele, die besser klassiert sind als wir. Also viele, die halt einfach auch schon mehr Erfahrung haben in dem. Aber ich glaube, wir werden unser Bestes dort probieren und hoffen, dass es so schnell wie möglich vorangeht. Ja. Kann ich nur das Gleiche sagen, ja. Also wir müssen sozusagen ein bisschen zu verlieren lernen, nachdem wir zu gewinnen gewöhnt sind auf der Stufe der Gleichaltrigen. Also wir haben auch schon in dem U18 auch schon recht starke Niederlagen müssen einstecken. Also, das haben wir sicher auch schon gelernt, aber klar, man lernt aus Niederlagen manchmal mehr als Siegen. Aber ich glaube, das haben wir schon genug, glaub, eingesteckt von den Niederlagen her. Ja.
Est-ce que vous êtes fixé un objectif? C'est, je sais pas, d'arriver dans tel classement en 2021 ou 2022 ou... Est-ce que vous êtes fixé un objectif? Non, je pense pas. Comme je suis fixé, mais je pense que je vais essayer de me to get better dans ATP. Mais je pense que ça va être difficile, mais on va essayer tout comme on peut. Ouais. Et dans quel domaine vous avez le plus de marge de progression? Dans quel quoi, pardon? Le plus de marge de progression technique ou physique? Bah ouais, je pense. Moi, j'ai encore beaucoup de physique de faire, mais ouais. Mais je pense aussi dans la tête. On a beaucoup de faire, alors ça va être difficile les next semaines, ouais. Welche Frage noch an dich, Leandro? Wo siehst du bei dir selber am meisten Steigerungspotenzial? Ich würde sicher mal sagen, mein erster Aufschlag. Der muss sicher noch besser werden für meine Grösse, die ich habe. Und generell auch körperlich einfach, dass ich bei den Erwachsenen, wenn es plötzlich im 15 ist, dass ich dort mithalten kann. Und sicher dort einfach noch, habe noch Potenzial. Und kommen jetzt zu den 1:1 Interviews. Besten Dank. Danke.